Willkommen zu Dark Souls Remastered. Wie ihr seht, ist mein Lebensbalken ein kleines bisschen größer. Ich habe ein bisschen gelevelt. Jetzt nicht allzu sehr. Aber ich kam jetzt sowieso lange nicht mehr zum Aufnehmen und dachte ich mir jetzt, was soll's, spielen wir Dark Souls. Komm, ich muss jetzt nicht gerade Horizon Zero Dawn spielen. Wir spielen einfach Dark Souls, weil ihr wollt sehen, oder? Ihr wollt einfach mal ein bisschen sehen. Und ich habe Bock, gerade Dark Souls zu spielen. Und ich habe die letzten Tage einfach überhaupt gar nichts aufgenommen und dachte mir, Mann, jetzt habe ich aber voll Bock, mal wieder aufzunehmen und vor allem Dark Souls. Und ich will auch jemanden begrüßen, und zwar Glashase. Ich weiß nicht, ob er das jetzt sieht, aber ich weiß, Dark Souls ist das meistgeschaute Projekt und deswegen will ich allen Leuten, vor allen Leuten, die hier zugucken, Glashase begrüßen. Er ist jetzt Mitglied des Kanals, er ist Unterstützer. Die heißen jetzt Mitglieder. Ihr seid Mitglieder, wenn ihr mich unterstützt. Er ist regulärer Unterstützer. Regulärer, das klingt seltsam. Nein, permanent. Für immer. Ne, also er ist Unterstützer. Er hat beim Stream den Mitglied-Button gedrückt. Da bin ich ihm sehr dankbar. Eine monatliche Subscription. Das ist quasi ein kostenpflichtiges Abo, wie bei Twitch. So, danke dafür. Und deswegen kommt er auch in die Credits. Und deswegen muss ich dringend mal wieder was aufnehmen, damit ich ihn auch voll in die Credits reindrücken kann. So, oh, die Katze geht an meinen Kaffee. Muss ich aufpassen. Ist Sojamilch drin? Ich dachte mir, ich nehme keine echte Milch, ich nehme Sojamilch, weil dann ist die Katze nicht so geil drauf. Aber von wegen. Das ist der Katze egal. Ich habe vergessen, den Helm anzuziehen. Egal. So. Willkommen, Glashase. Und vielen, vielen Dank. Und tut mir leid, dass du bis jetzt nicht in den Credits warst, weil ich alles andere schon vorher aufgenommen habe. Und ich die Credits halt erst noch abändern muss. So. Hoffentlich hat das dir nicht zu lange gedauert. Wahrscheinlich ist es ihm total egal, wann und ab wann und so. Aber es ist mir wichtig. Mir ist es total wichtig, dass ich daran denke, dass ich das auch wertschätze. Und dass ich das auch überall eintrage. Werde ich nervös. Ich denke dann dauernd dran. Okay, der hängt noch in der Luft. Gut, die hängen beide in der Luft. Ich liebe das an der Stelle. Die so geil in die Luft zu treten. So, mir wurde auch ein Tipp geschrieben. Ich werde auch gleich mal nachgucken, wer mir das geschrieben hat. Und zwar bei Kalamit ist die Sense richtig geil. Mit einer Blitzverstärkung. Mir wurde dann auch gesagt, wo das war. Ich habe allerdings den Namen gerade nicht im Kopf. Ich weiß, er hat einen grünen Avatar. Es ist ja bei euch so, wenn ihr keinen Avatar gewählt habt, dann kommt die Farbe meist von euren Anfangsbuchstaben her. Oder so. Ich glaube, YouTube wählt das dann per Anfangsbuchstabe. Ich schaue da gleich mal nach. So. Normal mache ich den ja auch hier mit Zaubern platt, ne? Ah, ich habe voll daneben gehauen. Aua! Richtig viel habe ich das gekostet hier. Wow, guckt euch das an. Zum Glück habe ich gelevelt, sonst wäre ich jetzt am Arsch. Alter! Jetzt sind wir gleich wieder bei den Krähenmonstern. Oh, da hatte Joe ein schönes Bild gepostet auf Facebook. Leute, wenn ihr kennt Joe, ne? Folgt Joe auf Facebook, falls er irgendwo einen Link hat oder so. Folgt ihm überall hin. Der postet sehr oft sehr schöne Bilder. Auch Fotos von neuen Spielen oder von Sachen, die er ausgepackt hat und sowas. Alles sehr interessant. Ich wollte irgendwas. Ich wollte irgendwas ausrüsten, gucken, drücken, tun? Ich erinnere mich nicht mehr. Okay, machen wir weiter. Was ich jetzt vorhabe, ist, wir gehen jetzt nochmal zu den schwarzen Rittern und farmen ein paar von den Brocken. Da nehme ich euch ein bisschen mit beim Farmen. Und ich zeige euch, warum das ein Problem darstellt, dass ich Wendelin, beides richtig, dass ich ihn schon getötet habe. Denn jetzt sind wir hier. Dann teleportieren wir uns. Jetzt habe ich schon 22.000. Vielleicht bekomme ich mit ein bisschen Seelen sogar noch genug für ein Level-Up zusammen. Ich brauche jetzt über 50.000. Oder ich gehe einfach zu den schwarzen Rittern. Seht ihr? Das Feuer ist aus. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe letztens den Weg nach unten genommen und bin zum Finstermond Schrein gegangen. Ich glaube, da können wir jetzt nicht hin, weil ich dann natürlich die Wendeltreppe nach unten genommen habe.
Das heißt, der Weg ist jetzt zu. Der wäre eh zu weit, glaube ich. Es ist viel leichter, hier hochzugehen und wieder oben auf Sens Festung zu landen. Übrigens hat Harvey mir geschrieben, dass ich wohl noch eine blaue Scholle im DLC übersehen habe. Irgendwo in dem Wald. Da leckt noch eine. Da muss ich mal gucken. Ich werde mich irgendwo informieren, wo die liegt. Also erstmal werde ich mich informieren, bevor ich da blindlings reinlaufe. Dann werde ich mir die auch noch holen. Ansonsten nehmen wir im New Game Plus einfach die Scholle mit. Ich gucke mal nach meinem Handy. Ah, ich habe den Strom rausgezogen. Harvey schreibt, guten Morgen. Was für ein Zufall. Über das PlayStation Network schreibt er mir. Schreiben wir gerne mal. Ich mache das ja mit dem Handy. Da schreibe ich dann zurück. Das geht relativ einfach. Die Nachrichten werden übrigens nie angezeigt hier. Die habe ich ausgeschaltet. Deswegen seht ihr das nicht, was er gerade geschrieben hat. Rally Hunt hat geschrieben. Das war Rally Hunt. Danke für den Tipp mit dem Blitz. Das war aber auch so geplant von mir. Blitz drauf zu machen, war Blitz und Drachen und so. Natürlich. So. Harvey, weißt du Bescheid? Jetzt hast du mir morgens geschrieben, das ist genau jetzt. Am Sonntagmorgen. Ich muss gleich zur Arbeit, deswegen kann ich nicht livestreamen. Ich muss aber noch den Livestream ankündigen, der kommt. Es wird einer kommen. Wäre schön, wenn ich noch so weit leveln würde, dass ich ein richtig großes Schild tragen könnte. Was haben wir denn hier? 30? Moment mal. Ich kann. Das hier. Das nicht. Aber das fast. Magiewert 40. Blockt 40 Magie. Naja. Aber das hier hat 82. Ich müsste das noch hochleveln. Guckt euch das mal an. Das ist ja geil. Ich habe ja schon längst die Möglichkeit, ein härteres Schild auszurüsten. Das wusste ich nicht. Dann würde ich sagen, ich würde am liebsten natürlich das hier nehmen. Da ist die Magie auch ein Witz dann. Vielleicht kann ich damit die Magie blocken von Manus. Wäre geil. Das hier, aber es hat momentan noch eine zu geringe Haltung. Ich kassiere zu viel Ausdauerverlust und ich habe kaum Ausdauer. Deswegen geht das so nicht. Ich muss das erst schmieden. Schauen wir gleich mal, was das braucht. Ich hoffe doch kleine Steinchen. Dann machen wir das gleich. Wir wechseln jetzt gleich das Schild. Was viele von euch wahrscheinlich schon länger wollen. Ihr denkt euch immer, Gonzo, hör auf, dieses alte Adlerschild zu nehmen. Du kassierst jedes Mal Schaden. Ja, aber ich bekomme weniger Ausdauerschaden. Das ist der Clou dabei. Schauen wir mal nach. Ich kann jetzt... Nein. Kleine Scherbe aber. Kleine Scherben. Das ist dann gar kein Problem. Wir kriegen bei dem Riesen, glaube ich, kriegen wir die kleinen Steinchen. Kriegen wir auch einen großen Stein. Bei dem Riesenschmied. Habe ich denn einen großen Stein? Sehen wir das irgendwo? So eine große Scherbe? Ich habe mindestens eine. Ich habe doch diesen Ritter besiegt. Ich habe den schon zweimal besiegt, glaube ich. Zwei große Scherben habe ich. Das heißt, wir können einfach jetzt zur Gemeinde der Untoten gehen. Hier. Das Problem ist nämlich, wenn ich jetzt zu Andre gehe und ich kaufe mir die kleinen Scherben und bringe das Schild auf plus 5, dann muss ich das umwandeln auf plus 6. Wenn ich dann keinen großen Stein habe, dann muss ich nach Anolondo zu dem Riesenschmied, muss mir da einen großen Stein, eine große Scherbe kaufen, muss dann wieder zurück zu Andre und muss das auf plus 6 schmieden. Da wir aber die Scherbe auf jeden Fall haben, da wir gerade in der gemalten Welt waren und dieser Stahlritter am Ende immer eine Scherbe droppt, haben wir die und können auf plus 6 gehen. Soweit meine Überlegung. Ja, hallo. Ich vergesse immer das Hallo sagen. Ich bin jetzt bei John McCloud im Discord-Server. Ich bin da über Umwegen drauf gekommen. Zuerst hat mir Ash Hotel Golf geschrieben, dass er mit Gary geschrieben hat. Gary the Gamerit, vielleicht kennt ihr den. Den kenne ich auch schon voll lange. Ich war aber lange nicht mehr auf seinem Kanal, leider. Hätte ich mal wieder nachgucken müssen. Dann war ich bei Gary. Und dann schreibt mir Gary, warum bist du nicht bei John? Ich hätte gedacht, du bist bei John im Discord-Server. Und ich nutze ja Discord eigentlich gar nicht so sehr. Ich nutze Discord ja, damit ich hätte es auch bei ihm reparieren können, verstärken können. Ich benutze Discord mehr, damit ihr mit mir schreiben könnt. Und ich habe diese ganze Server-Sache nie so richtig irgendwie benutzt. Aber ich versuche mich ja zu bessern. Ich versuche da zu lernen, wie das funktioniert. Ach, nicht Ausrüstung.
Ja, dann habe ich John angeschrieben, weil John hat nirgendwo seinen Link geteilt gehabt. Und mit John, darf ich, bitte, John, darf ich auf deinen Kanal? Hat er mir seinen Einladungslink geschickt und dann gehe ich auf den Link und gehe auf den Server und schreibe Danke. Und dann schreiben mir alle Hallo. Hallo Gonzo. Ich denke mir, okay, Leute, ich habe vergessen, Hallo zu sagen. Mal wieder. Klasse. Jetzt können wir Ausrüstung umwandeln. Wir wechseln den Turmschild auf plus 6. Und jetzt können wir ihn wieder verstärken. Turmschild. 5 große Scherben habe ich sogar schon. So, das sollte bringen, dass sich die Haltung weiter verbessert. Naja, leider noch nicht ganz so gut. Aber es wird noch. Was wir brauchen sind große Scherben. Das ist schon mal richtig geil. Jetzt habe ich ein viel stärkeres Schild. Hätte ich vorher mal machen sollen. Immer noch die Schnellrolle. So, irgendwer hat mir gesagt, entweder bei Manus wirst du dick und schwer mit großem Schild. Oder du weißt aus. Entscheide dich. Ich weiß nicht, ob ich mich noch dicker anziehen sollte, richtig schön langsam dann bin und ob ich dann die Schläge besser wegstecken kann, weil ich habe zu wenig Ausdauer. Oder ob ich doch noch lernen sollte zu rollen. So, wir hatten vor, jetzt erstmal zu den schwarzen Rittern zu gehen. Und noch ein bisschen zu farmen. Also habe ich jetzt zumindest ein neues Schild. Wir gehen zu den Rittern. Wir bekommen bei jedem Ritter 2000 Seelen. Dann kann ich irgendwann auch neue Scherben kaufen beim Riesenschmied. Ich brauche bestimmt auch graue Brocken, ne? Genau. Um diesen Schild zu perfektionieren, brauche ich auch noch graue Brocken. Die bekomme ich dann jetzt nämlich auch bei den schwarzen Rittern. So machen wir das. Da wird ein Schuh draus. Und ich hoffe, ihr habt Spaß an meinen Livestreams. Ich muss sagen, ich war bei den ersten Folgen jetzt ein bisschen gehetzt. Ich wollte ein bisschen mehr wieder. Es ist immer, ich will auch ein bisschen vorankommen. Und die Zeit schmilzt mir quasi dahin. Ich fange so einen Stream an, spiele ein bisschen, scheitere ein paar Mal und plötzlich ist die Zeit fast um. Dann denke ich mir so, oh Mann, ich habe nichts geschafft. Ich bin gar nicht vorwärts gekommen. Kein Stück. Das muss ja unglaublich enttäuschend sein und für euch total langweilig. Dabei reden wir die ganze Zeit und sind total gut dabei. Und ich werde dann so ein bisschen gehetzt. Bei der zweiten Neo-Folge war das. Vielleicht habt ihr das gesehen, dass ich dann am Ende mich ein bisschen versucht habe zu bremsen und gesagt habe, okay, ich mache jetzt den Yokai. Komme, was wolle. Ich laufe jetzt nicht einfach durch das Level durch und kann mich nicht richtig umsehen und finde nicht heraus, wie man das Feuer löschen kann, sondern ich werde jetzt erstmal den ersten Yokai platt machen, auch wenn der optional ist, der kommt nicht mehr wieder. Ich will einfach gucken, wie ich die besiegt bekomme. Ich brauche eine Taktik. Ich brauche einen Weg, einen besseren. Das war es einfach. Ich habe mich so ein bisschen ausgebremst und dachte mir, okay, ich werde mir jetzt einen Spaß draus machen, diesen Yokai zu erledigen. Ah, gut. Und das sollte auch der Weg sein. Auf diese Weise sollte ich weiterspielen. So sollte ich das Spiel auch genießen. Stück für Stück. Wir brauchen eine andere Waffe. Die schwarze Ritterhellebarde vielleicht. Oh, habe ich da immer noch eine Midroll? Ja, habe ich. Geil. Das Symbol der Gier. Auch wenn es mir Lebensenergie abzieht. Jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich langsam. Jetzt hilft mir der Havelsring gerade noch so, mich bewegen zu können. Das erhöht die Seelen, die ich bekomme und auch die Drop-Wahrscheinlichkeit. Au, da habe ich den Schild gerade runtergenommen natürlich. Wow. Habe ich die Anvisierung weggenommen. Ich gehe mal hinter den Hügel, der sieht mich nicht. Der hat mich gesehen. Das ist nicht fair. Der hat das gespürt, dass ich das gemacht habe. Wenn ich jetzt irgendwie hinter ihn kommen könnte. Ich weiß, ich bin jetzt gerade extrem lebensgefährlich ist das, was ich hier mache. Und die Truhe zieht mir natürlich hier permanent Lebensenergie ab. Schild hoch, Schild hoch, Schild hoch. Ja, perfekt. Ach komm.
komm, das war doch ein Backstab. Das war doch ein Backstab wert hier. Du kannst mir nichts. So, nichts mehr. Die Drop-Wahrscheinlichkeit wird sich wohl nicht erhöhen. Das heißt, das kann die Truhe jetzt gar nicht ändern. Deswegen bringt auch der Goldring generell hier nichts. Weil die immer was droppen. Nur, man weiß halt nicht was. Und ich glaube, das, was sie droppen, wird nicht verändert, sondern einfach nur die Drop-Wahrscheinlichkeit. So war das zumindest bei Demon's Souls. Ach ja, da Echo Hotel Golf viel rumspekuliert hat, warum ich ein Fan von Wolf bin. Ich schaue mir Wolfs Videos über Dark Souls gar nicht an. Ich wusste nicht, dass er welche macht. Ich weiß aber, er wurde... Das war ein sehr witziges Video bei Game One damals. Er hatte eine Wette verloren und er musste Demon's Souls spielen für 3 Stunden. 3 Stunden Demon's Souls. Und das kannte damals halt noch kaum einer. Und es war nur klar, okay, das ist voll dieses Arschlochspiel. Das ist voll das harte Arschlochspiel. Zack, war das knapp. Ach, schon wieder dieses dämliche Schwert. Behalt das Schwert doch. Er musste das für 3 Stunden spielen. Und Trant hat das vorher auch schon gespielt. Und ich habe mir diese Videos angesehen. Trant zockt und Wolf zockt das. Und da bekam ich so ein bisschen Bock drauf. Mir wurde das ja von jemandem geraten, dass ich mir das kaufen soll. Da habe ich mir die Videos angesehen und dachte mir, das ist schon irgendwie geil. Das könnte mir gefallen. Dann habe ich das gekauft und habe so gar nicht durchgeblickt, wo es da lang gehen sollte. Da habe ich ja auch das erste Mal zu YouTube gegriffen und so bin ich zu YouTube gekommen. So bin ich dann zu irgendeinem Typen gekommen, der das gespielt hat. Der dann aber abgebrochen hat. Weil es ihm zu schwer war, keine Ahnung. Und dann kam ich zu Bruger. Dann kam ich über Bruger zu John. Die haben beide auch mal zusammen Videos gemacht. Und so bin ich bei John geblieben. Einer meiner Lieblings-YouTuber. Einer meiner allerliebsten. Und auch hier endlich mal die Großaxt. Und der Rest ist Geschichte. Ich meine, ich gucke zwar auch gerne Bruger, aber irgendwie merke ich immer wieder, dass Bruger und ich nicht connecten. Das ist... Bruger ist jetzt nicht so der Typ, mit dem ich mich privat voll verstehen würde. Das merke ich. Aber John ist ein total netter Kerl. Total nachvollziehbarer Kerl. Ich finde ihn irgendwie total sympathisch und nett. Er kommt aus einem Weingebiet, so wie ich. Wohnt in Rheinland-Pfalz, so wie ich. Ich war oft auf Weinfesten. Ich war aber nicht auf Weinfesten, weil ich Spaß dran hatte, sondern es gibt hier nichts anderes. Das ist eine kleine Stadt. Wir haben halt nichts anderes, außer Weinfeste. Ah, hier kann ich auch gut farmen, sehe ich. Zum Aufrüsten, zum Sachen kaufen. Zum Scherben kaufen. Und das ist quasi meine Geschichte, wie ich zu YouTube gekommen bin. Wie alles seinen Anfang genommen hat. Ist aber nicht die Geschichte, warum ich Fan von Wolf bin, glaube ich. Irgendwann hat Chris Bandicoot, wie er auf Twitter heißt, könnt ihr mal folgen, hat Deadly Premonition gespielt, als es damals rauskam. Und als keiner spielen wollte, als es totaler Müll war, hat wahrscheinlich einige schlechte Kritiken bekommen, obwohl das so ein kleines verschmähtes Kunstwerk ist. Es ist abgedreht, es ist verrückt. Und man muss einfach wissen, worum es da geht, um es wirklich schätzen zu lernen. Weil das Spiel macht es einem nicht leicht, es zu mögen. Ist ganz klar. Und als der Chris das gespielt hat, kam halt Wolf einfach so dazu, aus Spaß hat sich dazu gesetzt. Und die haben angefangen, Deadly Premonition zusammen zu spielen. Die waren auch beide total begeistert. Und auch Wolf ist ein Fan von Twin Peaks. Und so habe ich eigentlich Deadly Premonition kennengelernt und war auch total begeistert. Und dieses dämliche Schwarzritterschwert. Ich habe so die Schnauze voll von den Schwarzritterschwertern. Nimm es zurück, Spiel. Nimm es zurück. Ich schmeiß hier Unique Weapons weg. Hier, behalt das Spiel. Ich will es nicht haben. Und Wolf hat auch wunderbare Beiträge gemacht. Wie zum Beispiel war er im Synchronstudio mit Chris und die haben zusammen was eingesprochen. Das war ganz lustig. Da war auch die deutsche Stimme von Samuel L. Jackson. Ich glaube, Bill Cosby hat da auch gesprochen. Das hat er mich tatsächlich zerlegt, der Kerl. Wow. Ich muss ja mal gerade den Helm abnehmen diesmal und ernsthaft dran gehen.
Der hat auch Bill Cosby gesprochen und er hat darüber geredet, dass er einer der Ersten war oder der Erste war oder dass er sich zumindest für denjenigen hält, der der Erste war, der schwarze Leute mit einer quietschigen Stimme spricht. Ein bisschen gekikst nennt er das. Weil normalerweise wurden Schwarze immer mit einer sehr dunklen Stimme geredet und männlich, kräftig, dunkel. Und er kam auf die Idee, denen auch so ein bisschen das Quietschige zu geben, das Lustige. Wie Bill Cosby halt, ist auch ein sehr weißer Kerl, ein sehr weißer, sehr, sehr weißer, käsiger Kerl, der Bill Cosby gesprochen hat und Samuel L. Jackson. Und den auch mal mit quietschiger Stimme spricht, was eigentlich sehr gut ist. Und die haben dann halt was aufgenommen im Tonstudio, gezeigt, wie das so funktioniert, wie eine Lokalisation funktioniert, weil das halt keine Synchronisation ist, weil die nie lippensynchron ist. Das ist eine Lokalisation, eine Loka. Du bist locker. So. Das erklärt aber immer noch nicht, warum ich immer noch Fan von den Sexy Cripples bin. Das ist nämlich der Kanal von denen, von Wolf und seiner Frau. Nachdem nämlich Wolf gekündigt wurde bei Game One, was mich sehr hart getroffen hat, muss ich sagen. Ich war ja immer großer Fan von Game One und dann irgendwie zu hören, ja, der ist gekündigt worden. Ein so wichtiger Mann quasi bei Game One. Einfach gekündigt worden. Das ist schon eine harte Sache. Da muss es Auseinandersetzungen gegeben haben. Die haben sich nicht verstanden. Fand ich sehr schade, sehr traurig. Hat mich ein bisschen getroffen, weil das so ein bisschen die heile Welt zerstört. So diese heile Game One-Welt. Wir sind Kumpels und Freunde und Leidenschaft und so. Und dann, hey, du produzierst nicht genug. Verpiss dich, du bist gefeuert. Das passte irgendwie nicht so dazu. Und dann hat er halt diesen Kanal mit seiner Frau gemacht. Und hat da zum Beispiel Serien-Recaps gemacht, wie Breaking Bad. Ich habe mit meiner Frau Breaking Bad geguckt, wir haben das zusammen geguckt. Und haben dann auch die Recaps geschaut. So, die Folge hier ist viel zu lange, aber ach ja, beim nächsten Mal reden wir weiter. Ich bedanke mich nochmal richtig dicke und herzlich bei Glashase, einer meiner Mitglieder jetzt, einer der Kanalmitglieder, einer der Sponsoren. So wird ein Schuh draus hier aus dem Kanal, wenn ihr mich unterstützt. Und dann zeigt ihr auch, dass das Bedeutung hat, dass das, was ich hier mache, nicht einfach so eine Spielerei ist. Und damit ergibt sich auch die Wichtigkeit, dass ich sagen kann, so, Schatz, ich muss Livestream diese Woche. Das ist wichtig. Die Leute wollen das sehen und ich will das auch machen. Und dann kann ich halt belegen, hier, das ist den Leuten so viel wert. Die geben mir sogar was dafür. Die geben mir sogar was zurück. Das hat einfach eine Wertigkeit. So dass ich das von meiner Familie halt auch rechtfertigen kann, dass ich sagen kann, ich mache dann auch mal zweimal pro Woche einen Stream, vielleicht auch einmal mehr, wenn es die Zeit erlaubt, wenn es mein Hauptberuf erlaubt quasi, dass ich sagen kann, komm, lass mich nochmal, außerdem habe ich was Neues da ausprobiert und ich habe neue Sachen eingestellt und meine Frau gönnt mir dann auch die Zeit oder verschafft mir die Zeit, kümmert sich um die Kinder, damit ich Bots programmieren kann, was ich auch gerade gemacht habe die letzten Tage, neue Ideen ausprobieren, Sounds, die ich in die Bots mit eingebaut habe. Beziehungsweise Mixer erlaubt das ja so, die haben einen integrierten Bot, aber den zweiten Bot programmiere ich ja auch noch, der es ermöglichen würde, dass wir auf Twitch oder YouTube, am besten auf Twitch, weil ich dann die ganzen Chat-Commands unten in die Beschreibung besser reinschreiben kann, die sind übersichtlicher. Da könnte ich das dann viel besser einbinden und auch da könnte man ein Punktesystem einfügen und ihr könnt Kommandos über Punkte eingeben, Soundeffekte und ihr werdet das schon längst gesehen haben im Stream, ich werde es schon mal ausgetestet haben. Beim nächsten Mal reden wir weiter. Macht's gut. Ciao, bye bye. Euer Gonzo bei Dark Souls, dem Remastered. Danke, Leute.